Und jetzt sind wir bei der zweiten edlen Wahrheit, die Wahrheit von den Wurzeln des Leides oder des Entstehen des Leides. Und nennt sich Mula, die Wurzeln. Und wird grundsätzlich erstmal übersetzt, es ist das Begehren, dieses Verlangen, dieses drankhafte Verlangen nach etwas, Tanha. Es wird auch oft als Durst beschrieben. Der Mensch dürstet nach etwas. Er glaubt, wenn er das bekommt, dann ist er nicht mehr durstig. Aber beim Begehren ist ja genau so, heißt es dann auch, als ob man Salzwasser trinken würde und nachher ist man noch durstiger. Also mit Salzwasser, dem Durst des Begehrens, wird kein Wunsch wirklich erfüllt, das Begehren hört nicht auf, sondern es vermehrt sich, wird größer. Und wir haben von den drei Begehren heute Morgen bei der Kontemplation nochmal gesprochen. Es waren die drei großen Begehren. Das ist die Gier. Begehren wird ja oft als Gier dann bezeichnet. Und es ist die Sinnengier. Kama. Kama ist der Sinn. Raga, die Gier. Oder Kama Tanha. Tanha, die Gier. Raga ist auch Gier. Und auch Loba, die drei Worte, wenn alle für Gier benutzt. Und diese Gier ist ein Wunsch, kann Gier werden. Es sind aber vor allem die Willenshandlungen, die aus dem Trieben entstehen. Und sie sind unethisch, ist nicht klar überlegt, es ist nichts Ethisches. Das zweite ist das Daseinsbegehren, Bhava Tanha, dass wir Menschen alle unser Leben erhalten wollen, dass wir nicht krank werden wollen, dass wir all das ist ein starkes Begehren. Und dann das Glücksbegehren als drittes. Und da heißt es ganz deutlich nach vergänglichem Glück. Nach weltlichem Glück hat man das Verlangen. Wie Bhava Tanha. Und manchmal wird das Glücksbegehren nicht genannt, dafür aber das Persönlichkeitsbegehren. Das Begehren nach Ich. Nach einem beständigen, ewigen Dasein möglichst. Aber allein schon Persönlichkeit als etwas Festes und Beständiges anzusehen und es zu erhalten, nennen wir Begehren. Und das Sakaya Ditti. Ditti ist die Ansicht. Und Ditti wird meistens als eine Ansicht, als eine fixe Idee, als eine feste Meinung angesehen. Ditti. Man ist also nicht mehr beweglich, man hat eine Meinung und die ist richtig. Und so muss es sein. Meine Persönlichkeit, was ich alles bin und kann und will, das ist so und da sind wir fest von überzeugt. So muss es sein. Und eben, das bin ich. Und diese Gier ist eigentlich immer egozentrisch. Eben sie kommt von dem Ich her. Ich brauche etwas, ich will, mir steht das zu oft. Ich habe ein Recht darauf. Es gibt die Bedürfnisse, Notwendigkeiten, die der Buddha gesagt, muss jeder Mönch auch haben. Das ist keine Gier. Er muss Nahrung haben, Essen, er muss Kleidung haben, er muss einen Schlafplatz haben und auch Medikamente, wenn er krank ist. Das wurde so jedem von seinen Schülern und seinen Mönchen eben gegeben und das wurde immer von den Laien gegeben als Dana, denn sie verehrten ja die Mönche
und wussten, dass die etwas verwirklichen, was Frieden bringt. Und das fanden sie so verehrungswürdig und so wichtig für ihr Leben auch, dass sie diese ganzen Mönche immer unterhielten, mit Essen, mit Kleidung. Nun heißt es ja, in der ersten edlen Wahrheit heißt es ja, woran wir leiden. Alles, woran wir leiden, hat der Buddha da so richtig aufgezählt. Und ich lese mal vor, in der Art, wie der Buddha das sagt. Die meisten kennen es. Es ist nichts Neues, das wissen wir. Aber es ist immer wieder gut zu hören. Die heilige Wahrheit vom Leiden, sagt der Jnanatiloka, von dem das Büchlein ist. Dasein ist Leiden. Was nun, ihr Jünger, ist die heilige Wahrheit vom Leiden? Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden. Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsal und Verzweiflung sind Leiden. Das Nichterlangen dessen, was man begehrt, ist Leiden. Oft wird auch gesagt, mit Ungeliebten zusammen zu sein, ist Leiden, und von Lieben getrennt zu sein, ist Leiden. Kurzum, die fünf durch Anhaften bedingten Aggregate des Daseins sind Leiden. Beschaffenheiten des Menschen, könnte man sagen. Die fünf Aggregate. Oder werden auch Daseinsgruppen genannt. Die Gruppe, dass man seinen Körper hat, dass man einen Geist hat mit seinem Gefühl, Wahrnehmung, Willensimpulsen und Bewusstsein. Das nennt man diese Daseinsgruppen oder Beschaffenheiten. Und jetzt müssen wir sehen, diese verschiedensten Arten von Leiden, wollte ich mal sehen, wie ist das zu verstehen, das Begehren sie hervorrufen. Sie sagt ja, alle diese Leiden werden durch Begehren hervorgerufen. Und das ist natürlich wichtig für uns zu erkennen. Und für das Geborenwerden, er sagt erst Geborenwerden, Altern, krank werden, sterben. Ja, wo ist denn das Begehren? Es sind ja Naturphänomene und eigentlich unterliegt dem ja. Und trotzdem sagte, das ist der Daseinstrieb, dass wir erstmal geboren werden aus dem letzten Leben, der uns in dieses Leben gebracht hat und die Geburt herbeigebracht hat. Und dass wir dann krank werden, ja, wir hängen an der Gesundheit, wir leiden nur, wenn wir dran hängen und glauben, das darf nicht geschehen, ich darf nicht krank werden. Und wenn wir älter werden und wir leiden daran, weil wir es nicht annehmen können, dass wir älter werden. Wir sehen es als unangenehm, ist eigentlich nicht richtig, dass man seine nicht mehr so gut hören kann oder sehen kann oder was weiß ich alles. Und körperlich dann Schmerzen in Gelenken kriegt. Und das Sterben sowieso, da haben wir alle Angst davor. Wir wollen ja nicht sterben. Und nur das Nicht-Wollen macht uns ja die Angst und macht uns das Leid. Aber es ist interessant, dass der Buddha ja auch, das kommt aber ein bisschen später bei dem anderen, oder könnte man auch sagen, dieses Daseinsbegehren ist da, aber auch das Nicht-Daseinsbegehren. Manchmal will man gar nicht mehr da sein. Ich möchte gerne diese ganzen Schwierigkeiten mal loswerden, am liebsten möchte ich sterben. Und manche Leute nehmen sich ja auch das Leben, wenn sie glauben, dass sie es nicht aushalten. Und da ist natürlich auch das Begehren dahinter. Es ist nicht so, wie ich es haben will.
ich kann das Leben nicht mehr ertragen, ich will es nicht mehr. Also tut man etwas, das man nicht mehr liebt oder wünscht es sich. Und Kummer, Jammer, Schmerz, das sind ja alles Reaktionen auf irgendwas, auf das irgendwas von außen, Unheil und Schwierigkeiten, die man bekommt. Man könnte auch Ärger sagen, Kummer, Jammer, Schmerz, Ärger gehört auch dazu. Ist ja auch Leiden, wenn man sich ärgert, wenn man Wut bekommt. Man leidet auch selbst und bringt Leiden auch anderen dadurch. Ich denke, das sind Reaktionen und wir haben natürlich keine, wir möchten es nicht haben, wir wollen keinen Kummer haben, keinen Jammerschmerz, aber vor allen Dingen wollen wir die Auslöser nicht haben, was von draußen auf uns zukommt. Wir wehren uns gegen Dinge, die wir erleiden von anderen und dann haben wir eben Kummer. Schmerz. Und es können ja auch einfach Dinge sein, die Umstände, die dazu führen, dass wir Kummer haben und Jammer. Und ich denke, das Nächste, dieses Trübsal und Verzweiflung, das ist ja oft etwas, was auch aus unserem Innern herauskommt, ist ja oft, dass es zur Depression führt. Und das hängt damit auch natürlich zusammen, dass die Dinge nicht so sind, wie ich sie haben will. Es geht nicht so. Aber ich hadere auch mit mir selber. Ich bin nicht so, wie ich eigentlich sein müsste. Und es ist auch eine Verletzung meiner Persönlichkeit oft darin. Ich fühle mich verletzt und dann gehe ich in großen Trübsal, dieses so innerlich unglücklich sein. Also es geht an meine Persönlichkeit. Ich glaube an diese Persönlichkeit und da darf keiner sozusagen dran rütteln. Man darf mir nicht etwas sagen, was mich heruntersetzt oder eben kritisieren oder irgendwas, das verletzt mich. Oder übersehen auch all die Dinge. Das hat mit dem Persönlichkeitsglauben zu tun. Ich will eine Persönlichkeit sein und glaube daran. Und nicht erlangen, was man haben will oder verlieren, was man behalten will, da ist das Glücksbegehren drin. Ich erwarte oder ich strebe nach einem bestimmten Glück und ich bekomme es nicht und ich leide drunter. Und ich habe gerade mal Glück, ich glaube, das festhalten zu können und es geht wieder vorbei oder geht verloren und ich leide wieder. Also alle die Dinge bringen mir Leid. Und die fünf Gruppen der menschlichen Beschaffenheit oder diese Gruppendasein, wie wir es sagen, Körpergefühl, Wahrnehmung, Denken und Bewusstsein, wenn ich mich daran halte und jeweils immer darin glaube, dass es ein fester Bestandteil ist, der sich nicht ändert, der da sein muss, dann leide ich, weil er sich ständig ändert. Es gibt nichts in uns, was sich nicht ändert. Die Gedanken ändern sich, die Gefühle ändern sich, die Wahrnehmung ändert sich, alles ändert sich. Und das macht uns Schwierigkeiten, weil wir etwas Stabiles sein wollen, etwas Festes. Und daher haben wir wieder Leid, eigentlich mit diesen ganzen Bestandteilen unseres menschlichen Seins. Die Gier alleine sagt ja, der Buddha ist es nicht, aus der Gier entsteht Hass, Ablehnung. Wenn wir das nicht bekommen, was wir wollen, lehnen wir ab, wir ärgern uns, wir sind unglücklich im Ärgern. Wut, Ärger, Ablehnung. Und da lehnen wir alle die ab, die uns dieses Glück oder das, was wir begehren, verweigern oder nehmen. Und auch bei uns selbst, weil wir oft das nicht schaffen, was wir
denken, was uns Glück bringt, da kriegen wir Ärger mit uns selbst und lehnen oft auch uns selbst ab. Dass wir die ablehnen, können wir ganz gut verstehen. Und dieser Hass geht dann meistens nach außen, weil wir, die meisten Menschen, ja sich selbst nicht hassen wollen, aber es gibt auch genügend, die das auch tun, sich selbst sogar hassen, weil sie nicht so sind, wie sie ihr Idealbild sehen, das wäre ihr Glück, so möchte ich sein, und das schafft man nicht, und darum nehmen sie sich nicht an, sondern lehnen sich selbst ab. Und dieser Glaube an das Glück und das Streben nach diesem Glück, auch das könnte man Verblendung nennen. Verblendung ist, dass man glaubt, durch Gier, durch Begehren, das zu bekommen, was wirklich Glück heißen kann, ein bleibendes Glück. Eigentlich ist das ganze weltliche Denken ein verblendetes Denken, weil wir als weltliche Menschen doch immer wieder uns an etwas hängen und glauben, das bleibt so, das könnten wir festhalten, und haben dadurch eine falsche Meinung, wir irren, und das nennt man Verblendung. Wir haben praktisch ein Brett vom Kopf. Und diese Verblendung macht sehr viel Unglück in der Welt. Wenn wir sehen, ob diese Kriege, die überall entstehen, ist doch die reinste Verblendung. Durch die Verblendung kommt wieder Gier. Man glaubt, wenn man dieses Land beherrscht oder mehr Reichtum aus einem Land zieht und so, dann hat man was davon, ist großartig. Oder wenn man das ein Land Krieg führt in einem Land und dort etwas anders machen will, da hätte man was davon, und was man dann merkt, es kommt Leid und Unglück daraus. Verblendung. Und auch die Verblendung durch Religionen. Wenn dann wieder bestimmte Religionen glauben, nur das ist das Richtige, und die anderen, die kann man beseitigen oder man kann sie unterjochen. Es gibt nur wieder neuen Streit und nur wieder Gewalt und Sterben, Unglück. Die Verblendung ist ganz, ganz groß in der Welt. Wenn man etwas für recht oder richtig hält, was im Grunde Gier ist und was Selbstsucht ist. Und Selbstsucht ist nicht nur auf eine Person gerichtet, kann auch eine Gruppe sein, kann ein Land sein oder ein Staat oder etwas, eine Gesellschaft. Und alle glauben, wenn man mehr bekommt, ist es Glück. Immer mehr und mehr. Aber wenn man dann genau hinschaut, von dem Mehr kommt irgendwann Enttäuschung und auch immer wieder Verlustangst. Man hat immer wieder Angst, etwas zu verlieren. Und der Buddha sagt, ein anderes Land zu beherrschen, hat einmal einen, ich glaube, den Bimbisara, den König, davon abgehalten. Der wollte sein Nachbarland überrollen, weil jeder, der immer Macht hatte, hat versucht, mehr Land zu bekommen. Das waren so kleinere Länder da in Indien, also mehr so Rajas. Und er hat ihn da zurückgehalten, weil er sagte, das bringt nur wieder lauter Feinde, und du selbst wirst wieder besiegt werden irgendwann, du hast nichts davon. Und das hat er sich zu Herzen genommen und auch wirklich nicht gemacht. Also Gier, Hass und Verblendung gehören zusammen. Alle drei zusammen ergeben dieses ganze Elend, was wir eben Leid nennen und was überall Menschen ins Unglück stürzt. Aber es gibt noch eine ganz andere Verblendung, die wir Verblendung nennen können, das sind unsere Muster. Unsere Muster, die wir unwahrscheinlich lange schon haben, fixe Ideen, die wir festhalten von unserer Kindheit an oft, manchmal durch die Eltern oder durch die Lehrer in der Schule oder
oder Pastoren oder Priester oder was in der Kirche, so mitbekommen haben. Die Kinder sind sehr offen für etwas und glauben es, was die anderen sagen. Und das nehmen sie dann mit. Und das kann oft wirklich bis zum Ende des Lebens festgehalten werden. Es kann manchmal was Gutes sein, was aufbaut, aber meistens sind es Dinge, die einem dann, oder zumindest sind es auch Dinge, die einem im Leben viel Schwierigkeiten, viel Leid machen. Es sind bestimmte Gedanken, die dann immer wieder kommen, Erinnerungen. Und merkwürdigerweise, dass gerade diese oft negativ besetzten Aussprüche oder Erinnerungen einem sehr im Gedächtnis bleiben, bekommen auch so eine Wichtigkeit. Du wirst es nie schaffen oder irgend sowas oder nie gut genug oder du weißt ja, dass für das Böse immer die Hölle da ist und so weiter. Das sind Dinge, die bleiben unwahrscheinlich lange in einem und man merkt es gar nicht, aber es arbeitet immer wieder in uns. Und sie wird zu einem festen Bestandteil von einem selber. Man glaubt daran. Und ich denke, dass jeder von uns sowas hat, so bestimmte Muster, bestimmte Ideen, die einfach ja uns immer wieder ja uns sich anheften, ankrallen. Das ist Verblendung. Verblendung ist es, weil wir es immer noch glauben. Es ist ein Irrglaube. Weil einmal so etwas gesagt wurde oder auch öfter immer wieder gesagt wurde in der Kindheit, dass man daran glauben muss, dass es so ist. Wir lassen nicht mehr los. Und gerade eine Frau in einem Kurs gab, die ich schon lange kenne und die sehr religiös erzogen wurde, aber immer mit der Drohung, dass du von Hölle und Sünde und so, das wurde so arg immer wieder ihr eingetrichtert, dass sie bei allem, was sie tat, immer gesagt, ich mache es ja nicht richtig, ich kann es ja sowieso nicht und mir ging es ja nie gut in der Kindheit. Sie hatte scheinbar auch eine schwere Kindheit. Mir ging es ja nie gut, mir kann es ja auch gar nicht gut gehen. Und das hat sie ist jetzt über 50, wird bald 60, immer weiter mitgeschleppt. Und immer wieder kam sie in Depressionen, weil sie immer wieder sagt, mir kann es ja auch gar nicht gut gehen. Ich habe es ja immer alles, die Schwierigkeiten nur gehabt. Und wir haben immer wieder darüber gesprochen und sie hat auch Buddhismus eifrig gemacht, hat sich vom Christentum ganz abgewendet und durch den Buddhismus wieder zugewendet. Aber diese Depressionen wurden zwar weniger, aber blieben immer noch. Sie konnte besser mit ihnen umgehen. Und dann sprachen wir darüber, warum sie eigentlich immerzu diese Dinge als Wahrheit immer noch anerkennt, warum sie die so festhält, warum sie von denen fast zehrt. Und glaubt sie mir, ich kann ja gar nicht anders. Und da haben wir mal, jetzt kam sie nachträglich mal zu mir und sagte mir, ist was ganz Besonderes passiert. Und da ist aus dem Gespräch gar nichts weiter geworden. Ich bin spazieren gegangen und war ganz locker mal, ganz frei. Und da dachte ich plötzlich, das ist ja, dass ich denke, ich kann nicht glücklich sein, das ist ja eine Gewohnheit. Das ist ja, ich bin so gewohnt, es zu denken, dass ich von der Gewohnheit nicht mehr lasse. Es ist gar nicht mehr der wirkliche Glaube dahinter, sondern die Gewohnheit des negativen Gedankens. Und muss ich die Gewohnheit weiterführen? Und sie ging weiter und sagte, auf einmal fiel es von ihr ab. Und auf einmal sagt sie, ich bin ja glücklich.
Ich kann ja glücklich sein. Und es war für sie eine ganz große Erfahrung von Befreiung. Aber es war interessant, dass sie erst merken musste, dass es eine Gewohnheit war, diese Idee, und nichts mehr von Realität überhaupt hatte. Dass sie ja unwahrscheinlich viel Glück jetzt im Leben hatte, sie hatte einen wunderbaren Beruf, sie konnte viel, sie hat genug Geld bekommen, sie konnte sich Reisen leisten, sie macht es, freut sich am Leben eigentlich, ja, aber immer kam, eigentlich kann ich nicht und darf ich mich nicht freuen. Das kam immer dahinter. Und deswegen hat sie natürlich auch immer wieder den Einstieg in die Depressionen gehabt. Also fand ich sehr schön, dass sie das auch mal dann mir nochmal sagte, dass man sieht, das stimmt mit den Gewohnheiten. Die Gewohnheiten sind zäh, ganz, ganz zäh. Und so viele Verblendungsideen sind einfach Gewohnheit. Wir sind so zäh bei uns, dass wir sie nicht loslassen. Auch so Reaktionen sind ja so verblendete Reaktionen auf irgendwas. Irgendwas sagt einer was und wir sind sofort beim Verurteilen oder fühlen uns verletzt. Immer sofort die Reaktion drauf, die unsinnig ist, die überhaupt gar nicht dahin gehört. Aber wir sind es so gewohnt, auf dieses oder jenes, wenn man uns nicht gerade lobt oder so, sofort schon wieder uns benachteiligt zu fühlen oder verletzt oder irgendwas. Oder klein oder was, minderwertig. Das kann ganz, ganz schnell gehen. Diese drei großen Übel, wie sie auch genannt werden, die habe ich mal in Sri Lanka kennengelernt, das war ganz nett, zum ersten Mal so massiv, als Worte. Ich ging, war ja länger mal da im Kloster, und da ging ich dann mal in eine Schule, waren so kleine Schulen, so mit zwei Klassen, und ich fragte die Lehrerin, ob ich mal dabei sein dürfte, mal so kurz, nicht? Und fand ich so schön, so kleine Klassen, und die waren sehr diszipliniert, die Kinder. Schule ist was ganz Wichtiges und machten das ganz brav und so. Also, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch sind, das ist ja wieder lange her, aber da war unwahrscheinlich, die Disziplin hat mir schon imponiert. Und dann fragte ich so die Lehrerin, ob sie, do they know anything about Buddhism? Oh yes, nicht? Und dann standen sie alle auf und dann sagte sie, ja, sie sollen was vom Buddhismus sagen. Und dann haben sie rezitiert, Loba Dosa Moha, Loba Dosa Moha, ging das immer, Loba Dosa Moha, das heißt Gier, Hass und Verblendung, Big Evils, Big Evils. Und das war dann großartig, dass sie das sagen konnten und sagen, ja wunderbar, das ist natürlich eines der wichtigsten Sachen. Tat mir zwar ein bisschen leid, dass die kleinen Kinder das so gleich so lernen mussten, aber vielleicht ist es ganz richtig, dass sie es lernen, ich weiß es nicht. Ich dachte, unseren würde man das bestimmt nicht gleich so früh beibringen. Wenigstens kenne ich das nicht so. Und also, dass sie diese bösen Evils da gleich so laut rezitierten, hier Hass und Verblendung. Und sie werden ja auch so dargestellt in diesem Kreis. Und ich hatte, glaube ich, dachte, ich hätte eine Darstellung davon mitgebracht, wahrscheinlich auch in meiner Tasche. Ja, hier. Und als Schwein, als Hahn und als Schlange. Und das ist der Dhamma-Kreis. Und das ist der Kreis, der Samsara-Kreis. Kann man ja mal, hat meine Tochter mir mal, ich kenne es auch in Zeichnungen, aber ich sagte, du mach mir das nochmal, zeichne das mal. Ich habe das als eine Uhr gezeichnet, weil es ja täglich wieder rumgeht. Jeden Tag im Samsara ist zwar das ganze Leben, man könnte aber auch einen Tagesablauf nehmen, also genauso wie das ganze Leben. Und deswegen habe ich es mal als Uhr gezeichnet und dann diese drei großen Übel und Gier, Hass und Verblendung, Schwein, Hahn und Schlange beißen sich jeweils in den Schwanz, dass es von den drei Tieren ein Kreis wird, dass sie zusammengehören, dass sie immer wieder zusammen auftreten. Und das ist ja durch die Darstellung ganz deutlich und ist sehr schön dargestellt. Was der Buddha dazu sagt, das ist im Anguttara Nikaya,
durch Gier, Hass und Verblendung überwältigt, besessenen Geistes, empfindet man geistiges Leiden und Trübsal. Und dann kommt alle das, was in der ersten Wahrheit ist, Jammer, Trauer, Schwierigkeiten und Getrenntsein und so weiter, was alles ist. Dadurch führt man auch einen schlechten Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Also wenn man durch Gier, Hass und verblendet geführt wird, führt man einen schlechten Wandel in Werken, Worten und Gedanken. Das merkt man ja in der Welt, wie die durch Gier, Hass und Verblendeten dann etwas tun und wir wahrscheinlich auch was getan haben und öfter tun. Und dadurch erkennt man in Wirklichkeit weder das eigene Heil noch das Heil der anderen, noch das beiderseitige Heil. Es ist nicht zu erkennen, weil man besetzt ist von Gier, Hass und Verblendung. Sie machen augenlos und unwissend, sie hemmen die Einsicht, sind qualvoll und führen nicht zum Frieden. Und wenn man denkt, also Verblendung wird ja auch oft mit Dummheit übersetzt, aber es gibt da so eine naive Dummheit, ist natürlich auch eine Verblendung, wenn Menschen, die einfachen Geistes, einfach das übernehmen, was andere sagen. Ist natürlich auch, sie übernehmen es einfach, sie reflektieren es nicht, sie schauen es nicht genauer an. Und sie nehmen das als wahr, was im Fernsehen gesagt wird oder was auch in der Tradition ihrer Familie gesagt wird oder die Politiker, sie übernehmen es einfach und sagen, das ist so, sie schauen es eben nicht an. Sie können sich irren, kann aber auch manchmal stimmen. Aber ich denke, dass die noch schwierige Unwissenheit, wird ja auch Unwissenheit genannt, nicht nur Moha, die Verblendung, heißt auch Avidya. Avidya ist das Wissen, das klare Wissen, und Avidya das Nichtwissen. Und oft sind es gerade besonders intellektuelle und intelligente Menschen, die haben eine Art von Verblendung, weil sie zu viel wissen oft. Sie denken, sie wissen es ja alle schon. Und da kommt eine andere Verblendung zustande, weil sie die Meinung haben, ich habe ja recht, ich weiß es ja. Ich habe schon so viel gelesen und so viel darüber gehört, ich weiß es doch. Dann gibt es noch die andere Seite, auch oft sehr intelligente Leute, die mit dem skeptischen Zweifel so Schwierigkeiten haben. Die lassen sich immer wieder von dem Zweifel so hinreißen, dass sie immer die negativen Täten an allem sehen, ist auch eine Verblendung. Sie lassen nie etwas so stehen, auch wenn es gut ist, sondern sehen immer noch mal den Nachteil. Sie sind so klug, sie finden schnell die Schwachstelle heraus und sagen, das Ganze ist dann nichts mehr wert. Und das können auch dem Buddhismus sein und sehen dann, aha, da ist eine Schwachstelle, da ist was und das nehme ich nicht an, weil das ist ja nicht perfekt. Das sind die Perfektionisten. Perfektionismus ist in sich eine Verblendung. Perfektion gibt es grundsätzlich nicht. Alles hat immer wieder einen Fehler, gerade was ich vorher sagte, was intelligente Menschen ja auch merken, aber sie lassen nichts gut stehen. Aber, dass wir Dinge stehen lassen, auch mit der Unvollkommenheit, ich nenne das mal Unvollkommenheit, mit den Fehlern. Perfektion selbst ist nicht möglich und daher ein Irrglaube, dass es das gibt. Wir glauben gerne an unser Ich,
an unsere Ich-Beschaffenheit, dass etwas Bleibendes ist, etwas Festzuhaltendes. Und dieser Glaube daran ist Verblendung. Genau wie der Glaube an das, dass etwas überhaupt bleibt, Verblendung ist. Es sind diese großen Gesetze, die wir im Leben immer wieder eigentlich spüren, dass nichts so bleibt, wie es ist, die Veränderung, Anicca. Und wer dann trotzdem an das Bleibende glaubt und es festhalten will, ist verblendet. Das zweite große Gesetz ist ja Dukkha, das Leidhafte oder das Unvollkommene in der Welt. Und wer glaubt, dass es Perfektion gibt und das Vollkommene in der Welt da ist, der ist verblendet. Immer wieder wird er merken, dass Leid und Schwäche und Unvollkommenheit darin ist. Und das dritte ist, dass man etwas Aufgebautes als etwas ewig Festes und als eine Einheit ansieht und daran glaubt. Und das ist wieder eine Verblendung, weil alles, was einmal aufgebaut ist, auch wieder zerfällt. Das ist die Substanzlosigkeit, Anatta. Und da das Ich, genauso wie andere Dinge, aufgebaut ist aus vielen Teilen und sich ständig wandelt und auch wieder zerfällt, jeden Moment sogar irgendwas zerfällt, ist es eine Verblendung, an ein festes Ich zu glauben. Haben wir die Verblendungen. Das ist auch als Leerheit bezeichnet? Das ist Leerheit oder, ja, dass dieses Anatta kann auch mit Sunyata oder Leerheit gesehen werden, ja. Es ist im Grunde ist es leer, weil es, im Grunde geben wir dem nur einen Begriff, dem Zusammengesetzten. Es ist aber keins, ja, was ist es denn, lauter Teilchen eigentlich nur, nicht? Und daher spricht man dann von Leerheit, weil es eigentlich das, ja, diese Substanz, die wir da hineindenken, eigentlich nicht ist, nur ein Begriff. Substanzlosigkeit oder Leerheit. Hat der Ernst noch einen? Ich hatte vom Ernst Schönwiese auch noch ein ganz schönes Gedicht. Das kommt vielleicht zuletzt. Also ganz kurz möchte ich noch, könnt ihr noch? Das Gleichnis von den Fliegen mal vorlesen, vom Buddha, eine Sutta. Einst weilte der Erhabene bei Benares zu Isipatana im Wildpark. Da rüstete sich der Erhabene in der Früh, ich glaube, das brauchen wir nicht alles, bis er endlich so weit kommt, dass er was sagt. Ja, es gibt einen ganzen Absatz, was alles ist und so weiter. Wer denn fragt? Ach doch, da ist doch was Wichtiges. Während aber der Erhabene beim Feigenbaume auf dem Rindermarkte um Almosen ging, erblickte ein Mönch, der lüstern war nach Nichtigem und Äußerlichem, ohne Achtsamkeit und Wissensklarheit, ungesammelt, zerstreut, mit ungezügelten Sinnen. Bei seinem Anblick sprach er zu jenem Mönche also, Mönch, o Mönch, lasse dein Herz nicht verderben. Das nämlich einem verdorbenen, mit Aasgeruch behafteten Herzen nicht die Fliegen nachfolgen, nachjagen sollten, das ist nicht möglich. Der Erhabene nun ging in Benares um Almosenspeise und nach dem Mahle vom Almosengang zurückgekehrt, wandte er sich an die Mönche. Ich ging da, ihr Mönche, in der Frühe, Almosenschale, Gewand versehen, nach Benares, und da sah ich einen Mönch, der lüstern war, mit Nichtigem und Äußerlichem, ohne Achtsamkeit und Wissensklarheit, ungesammelt mit ungezügelten Sinnen. Beim Anblick jenes Mönchen sprach ich zu ihm, Mönch, o Mönch, lasse dein Herz nicht verderben, das nämlich einem verdorbenen, mit Aasgeruch behafteten Herzen nicht die Fliegen nachfolgen, nachjagen sollten, das ist nicht möglich.
und von meiner Ermahnung angespornt, überkam diesen Mönch Ergriffenheit. Auf diese Worte nun wandte sich ein gewisser Mönch an den Erhabenen: Was nun aber, o Herr, gilt als Verdorbenheit, was als Aasgeruch, was als die Fliegen? Begehrlichkeit, o Mönch, gilt als Verdorbenheit, Hass als Aasgeruch und die schlechten, unheilsamen Gedanken gelten als die Fliegen. Wahrlich, o Mönch, dass einem verdorbenen, mit Aasgeruch behafteten Herzen nicht die Fliegen nachfolgen, nachjagen sollten, das ist nicht möglich. Wer unbewacht bei Aug und Ohr die Sinne nicht gezügelt hat, dem folgen Fliegenschwärmen gleich. Begehrliche Gedanken nach, so heißt. Und dann geht's noch weiter noch. Ja. Ist doch schön mit dem, dass so dieses, findest du, dass man, das geht einem doch unter die Haut, wenn ich so ein begehrliches Herz habe und mit Hass und so, dass ich dann Aasgeruch eigentlich ausströme, dass mir die Fliegen folgen. Also das finde ich schon ganz heftig. Ne? Aber er hat ja immer was gesagt, was Leute dann auch wirklich aufgerufen hat, was anderes zu tun. Ein nicht so heftigen war vielleicht auch von Ernst Schönwiese, ein Gedicht. Du selbst bist der hinterhältige Aufseher in dem Gefängnis, in das du dich gesperrt hast. Die Selbsttäuschung. Alle Trümpfe sind in deiner Hand. Du brauchst nur einen nach dem anderen auszuspielen. Du kannst gar nicht verlieren. Du aber legst die Karten auf den Tisch und gibst auf. Hoffentlich nicht.